Hallo Rollerfans, heute haben wir eine Vespa ET2 im Angebot zu verkaufen. So, dann fangen wir mal an mit der Historie. Betriebserlaubnis vorhanden. Roller ist aus 1999 mit Bordmappe, Garantieheftchen, Unterlagen zum Roller sind alle vorhanden. Der Roller hat zwei Haltereinträge. Der erste ist von 99 bis 2000 und der andere ist von 2002 bis heute. Ein Frauenroller. Die ED2, die ist voll fahrbereit, funktionstüchtig. Die hat jetzt gelaufen 10.580 Kilometer. Den allgemeinen Erhaltungszustand, den würde ich mal mit gut bezeichnen. Man wird natürlich ringsrum diverse Gebrauchsspuren finden, Kratzer und so weiter. Zum Beispiel hier vorne gibt es was. Hier vorne auf dem Fender auch eine Kleinigkeit. Hier an der Seite sind auch Kratzer zu finden. Ebenso hier unter den Aufklebern wird man auch Kratzer finden, Kratzerspuren hier unten. Hier oben ein paar kleine, mal wahrscheinlich ein Schlüsselanhänger dran. Ja, da ist schon ringsrum sind da schon Gebrauchsspuren vorhanden. Schlüssel sind auch zweimal da. Einmal habe ich jetzt hier, einmal hier dran. Top Case hat auch zweimal Schlüssel. Und wenn man sich den Rahmen mal anschaut, der ist auch beulenfrei. Auf der anderen Seite genauso. Das passt. Gehen wir mal an den Sitz. Sitz ist auch gut erhalten. Das originale Bordwerkzeug ist auch noch hier drin. Nehmen wir mal das Helmfach raus. Im Motorbereich. Da passt auch. Hier die Fahrgestellnummer. Tank ist noch halb voll, dass wir noch mal reinfilmen können. Ja, man sieht's. Öl ist fast voll. Ja, daher alles in Ordnung. Batterie ist auch okay. So, dann wollen wir die gute mal starten mit Elektrostarter. Läuft, klingt gut. Klinger, funktioniert auch alles. Rücklicht, Bremslicht. Seite. Ach so, das war Licht. Blinker geht, geht alles. Auch die Innentachobeleuchtung, das kann man jetzt hier nicht sehen, das funktioniert auch alles. Bis auf die kleine Uhr hier in der Mitte. Da muss eine neue Batterie rein. Starten wir mal mit dem Kickstarter. Funktioniert auch. So, wie es sein muss. So, dann machen wir mal von unten weiter. Leichte Verschmutzung, aber kein Rost oder so. Sieht mir aus, als hätte der, ist der nie im Winter gefahren worden. Auch guter Erhaltungszustand. Reifenprofil vorne ist noch okay. Hinten, ja, da geht auch noch eine Saison. Passt das auch von unten? Ja. Ist aus meiner Sicht auch guter Erhaltungszustand. Dann fahren wir mal eine kleine Runde mit der.
Feuer. Funktioniert, bremst, macht alles so wie es sein muss. Fährt sich aus meiner Sicht einwandfrei. Der Roller, der gehört eigentlich nach Holland. So orange wie der ist hier. Goodbye, Holland. Goodbye, Holland. Vespa ED2, voll fahrbereit, funktionstüchtig, Papiere vorhanden, allgemein guter Erhaltungszustand. Ja, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Roller. Bye, bye.